Hallihallo, Hallöchen, hier sind wir wieder zu einer weiteren Folge Maschinarium. Und natürlich kehren wir zurück ins Spiel. Wir sind ja hier gelandet und ich bin mal sehr gespannt. Es ist ein sehr kleines Gefängnis, in das wir hier gesteckt wurden. Was sich hier machen lässt. Schön ist es schon mal, dass der Raum relativ begrenzt ist und wir dadurch theoretisch hier gar nicht so viel machen können. So, jetzt klicken wir den mal an. Ich brauche Zigaretten. Hast du Zigaretten für mich? So Zigaretten war voll super. Okay, der will eine Zigarette. So, das haben wir schon mal interessant. Was haben wir hier? Aha. Dann haben wir hier... Kann man hier drehen? Und nochmal... Ah, perfekt. Nehmen wir das hier mit. Und dann können wir das hier auch mitnehmen. Das sieht doch wie eine Pfeife aus. Da könnten wir eine Pfeife zum Rauchen geben. Ja, es sieht wie eine Pfeife aus. Finde ich. Gut, ein Mülleimer. Ach, es... ja, ach, das ist eine Klorolle und ich sag, das ist ein Mülleimer. Ich bin aber auch so blöd. Ich wollte eigentlich, ja, mei, und da bin ich mit meiner Freundin dummer angegangen und da habe ich ein Schilf gesehen. Und die Schilf habe ich angezündet. Und hey, das kann man rauchen, das ist die beste Zigarre, das ist der Wahnsinn. Ich meine, du wirst ein bisschen deppert, aber hey, es ist ein Zigarren und mit Zigarren geht das super. Alles klar. Ach so, der ist entdeckt worden. Okay, der Arme. Ich glaube, wir kombinieren das. Nicht? Ich hätte schwören können, das ist ein Paper. Okay, dann gehen wir mal hier hin, weil ich glaube, da können wir durchfassen, oder? Nicht? Okay, machen wir uns mal groß. An die Lampe würde ich mal gerne ran. Tatsächlich. Ja, wir könnten das hier trocknen. Wir machen Tabak draus, stimmt's? Jo. Und dann haben wir das jetzt so. Und dann kombinieren wir das. Das sieht doch aus wie Tabak und Paper. Na, war ja klar irgendwie. Können wir das auch noch kombinieren? Nee, hätte mich auch... Ups, hätte mich auch gewundert, wenn man das kombinieren hätte können. Okay. Machen wir uns wieder normal. Oder sowas ähnliches wie normal. Machen wir uns normal. So. Dann packen wir die Zigarette. Die geben wir ihm jetzt. Hi, guck mal. Schau mal, ja, Zigaretten für die. Oh, ist super. Und da gibt es auch diesen Spruch mit dem, hast du mal Feuer für mich? Ja, fass dir ins Auge, das brennt auch. Der hat das wortwörtlich gemacht. Jetzt haben wir hier den Arm bekommen. Ich wette, mit dem Arm können wir hier jetzt durchfassen, oder? Nein? Dann wette ich, wir können das kombinieren. Nein? Ich wollte gerade sagen... Können das vielleicht in den Gullideckel reinstecken? Aber vielleicht können wir erstmal das in den Gullideckel stecken. Nein? Aber wir können was mit dem Gullideckel kombinieren. Den Arm vielleicht? Auch nicht. Ja, was denn dann? Aber wir könnten mal. Warte mal, wir haben den jetzt die Zigarette gegeben. Können wir noch irgendwie quatschen mit ihm? Nein. Okay. Können wir das Ding damit kombinieren? Nein, können wir auch nicht. Ups. Ha. Da ist nichts zu machen. Wenn wir uns kleiner machen, können wir auch nicht draufklicken. Okay. Lässt sich hier oben noch irgendwas machen? Vielleicht können wir es abbauen. Auch nicht. Und was dran schrauben? Auch nicht. Hätte mich jetzt aber fast ein bisschen gewundert, wenn das gegangen wäre. Legen wir es mal wieder ins Inventar. Er will kein Klopapier mehr. Du willst wahrscheinlich auch nicht mehr aufs Klo gehen. Nee. Ja, dachte ich mir, dass er nicht mehr aufs Klo gehen will. Du könntest da jetzt natürlich reinfassen, ob da was drin ist. Auch nicht. Dann gehst du bitte nochmal hier rüber und machst dich vielleicht klein. Ah. Oh. Hallo? Kann man nichts machen, aber wir könnten das da jetzt durchreichen. Hallo? Ah, was ist denn das? Oh mein Gott, schau mal, Schlange. Oh nein, das ist ja scheiße. Bock die weg. Okay. Ich könnte mir vorstellen, der hat Angst. Oh. 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 Und nochmal. Und nochmal. Na komm. Yes, Sir. Und jetzt schnappen wir uns. So geht's nicht. Sehr gut. Irgendwie tun die mir ja leid. Ach, er gibt den Arm zurück. Das heißt, wir haben da drüben nichts mehr zu tun. Gut. Vielleicht können wir ja jetzt den Besen damit kombinieren. Ja. Und ich glaube,
dass wir mit dem Besen jetzt das hier aufschrauben können. Ah, schau her. Wundervoll. Anders wäre es auch niemals gegangen. Natürlich nicht. Hopp. Und hier rüber. Schön, dass es sich klein machen kann. Noch ein Stück nicht? Willst du das nicht anschauen? Okay, dann lass es bleiben. Dann schrauben wir hier mal auf. Wie sie da überhaupt nicht drauf reagieren, ne? Ach, jetzt schon. Oh mein Gott, da kommt... Ach, du Koschlang. Ah, doch. Er hat voll Angst. Ja, aber... Was machen wir denn nun? Wenn er so Angst hat. Nicht? Ha. Aber was macht man nun, wenn er so Angst hat? Er hat Angst und haut sofort wieder ab. Warum? Aber er schraubt nicht zu, deswegen verstehe ich nicht ganz, warum er immer aufschrauben muss, damit es funktioniert. Das ist allerdings etwas komisch. Groß machen? Er will nimmer raus. Warum will er nimmer raus? Aber wir können hier weitergehen. Verstehe. Die könnten jetzt natürlich theoretisch versuchen abzuhauen. So. Ah nee, warte mal, warte. Nein, nein, nein. Nein, nichts mit der Windows-Size ändern. Oh. Was war das für ein Geräusch? Da ist jemand. Oh mein Gott. Hier ist eine Luke. Aha. Da können wir gleich mal aufmachen und nachschauen. Bin mir zwar nicht sicher, ob das nicht ein Fehler ist, aber... Hallo Maus! Oh! Hey! Das war unfair. Das ist der Depper, die Wächter. Der Depper, die Wächter. Und der hat einen Bumerang. Und mit dem Bumerang, wenn er den... das ist ja gar kein Bumerang. Mit der Storchleiter, wenn er die nimmt, dann hat der uns immer runtergeschossen, weil der voll fies ist. Mit der Mutter hat er uns runtergeschossen mit der Storchleiter, weißt du schon? Das war voll scheiße. Und dann bin ich runtergefallen. Und seitdem habe ich vorhin doch schon, weil die Mutter dann haben wir dann den Kopf umeinander. Und dann hat er mich ausgelacht. Und das war auch voll scheiße, wenn der mich ausgelacht hat. Na, also, na. Okay. Der sagt das, da kann ich nicht hingelangen. Stimmt. Und ich kann auch nicht rausgehen, weil die sagt da auch. Aber ich kann, dann könnte da umschauen. So, jetzt haben wir ihn die weggenommen. Oh. Wundert mich, dass er das jetzt gecheckt hat. Jetzt können wir ihn den Schlüssel nehmen. Können wir jetzt auch rausgehen? Tatsächlich. Hoffen wir mal, dass er uns nicht sieht. Der hat so viele da reingeschossen, das sieht uns so schnell nicht. Nicht? Normal groß machen. Noch? Was denn? Oh, zu viel Zeit vergangen. Da müssen wir den jetzt wieder schießen lassen, nicht wahr? Und wir nehmen wieder die Kugeln. Er wundert sich wieder. Aber er hat doch schon alle rausgeklaubt. Also es können ja eigentlich gar keine mehr drin sein. Das wundert mich jetzt ein bisschen. So, jetzt gehen wir wieder weg hier. Ach, der Schlüssel, der gehört da rein. Tatsächlich. Das sind ja Schlüssellöcher. Und da auch? Das dürfte jetzt eigentlich genau gereicht haben, um wieder zurückzugehen. Jetzt sind die Zellentüren nämlich normalerweise offen, oder? Oh. Ah, die schleichen sich schon davon. Sehr schön. Irgendwie witzig, das Spiel, ich mag. Hey! So in der Scheiß! Niederpauen, nieder Schiersenk! Oh, irgendwie tun mir die leid. Ah, aber das ist unsere Chance, um da jetzt rauszukommen. Ja, der sitzt nicht mehr am Tisch, der kann ich nicht sehen. Oh. Hä? Der hat einfach draufgehauen? Ach, verstehe. Ich darf nur die eine Zellentüre aufmachen. Man sieht ja auch, welche Zellentüren das sind.
Ach, verdammt. Nein, ich habe vergessen, dass ich ihm die Kugeln rausnehmen muss. So, Kugeln rausnehmen. Vier Kugeln wir mittlerweile schon haben müssen. So, jetzt geht er wieder vor. Müssen wir kurz ein bisschen warten, sonst erzählt er uns wieder, der sieht mich sonst. So. Rüberwandern. Schlüssel nehmen. Nur in das Loch hier reinstecken. Nicht weitergehen? Warum nicht? Ach so, ja klar, weil er entdeckt uns ja sonst. Und dann machen wir uns jetzt... Theoretisch machen wir uns jetzt auf den Weg raus hier. Weil jetzt müssen wir eigentlich nur in unsere Zelle zurück. Und dann dürfen wir da ja jetzt raus können. Problem ist, er darf uns nur nicht sehen. Aber er sitzt ja jetzt wieder auf seinem Stuhl. Also sieht er uns ja theoretisch nicht. Nicht raus hier. Warum nicht? Aber wir wollen doch raus. Da können wir nichts mehr machen. Da lässt sich, denke ich, auch nichts mehr machen. Was machen wir dann? Dann will ich mal gerne hier hintergehen. Mal schauen, was sich hier machen lässt. Vielleicht können wir ja mit den Kugeln da hinten irgendwas anfangen. Irgendwas müssen wir mit den Kugeln ja machen, damit es funktioniert. Ja. So, mal ganz hinterlaufen. Können wir da vielleicht die Kugeln reinschmeißen? Nein. Den Schlüssel wegschmeißen können wir sicherlich auch nicht. Nein. Hätte mich auch irgendwo gewundert. Dass wir das kombinieren, wird mich auch gewundert. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir dann jetzt? Achso, umschubsen wieder. Jetzt stopft er wieder nach. Was machen wir dann? Das verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Aber das finde ich sicherlich heraus. So schwer kann es ja nicht sein. Ja. Komm, geh raus jetzt hier. Was machen wir dann? Können wir uns normal groß machen? Warum nicht? Noch verstehe ich es nicht. Aber wo nimmt der jedes Mal die ganzen Kugeln wieder her? Und es muss ja einen Sinn haben, dass wir zurücklaufen können. Es wäre ja irgendwie seltsam, wenn das keinen Sinn hätte. Sonst könnten wir es ja nicht. Wir können nicht raus. Klar, dass wir das auch nicht kombinieren können. Aber das fand ich jetzt gerade ein bisschen seltsam. Der Schlüssel reagiert nicht. Aber die Kugeln reagieren. Komisch. Lasst mich mal hier weitergehen. Können wir hier irgendwas machen? Nein. Den Schlüssel? Nein, das wäre auch komisch gewesen. Was übersehe ich dann? Er will hier nicht rüber. Kann aber auch bis hier hingehen, warum auch immer. Und ich hätte mich gerade größer machen können, aber nur kurzzeitig. Das war wohl ein Fehler vom Spiel. Ah, ich habe eine Vermutung. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe eine Vermutung. Ich glaube es nicht, aber schauen wir mal. Wenn wir jetzt ihn nochmal umschubsen. So, jetzt komm. Schubsen ihn um. Ah, ich weiß was. Ach, verdammt. Jetzt habe ich selbst nicht reagiert. Jetzt habe ich eine Idee. Jetzt nehmen wir uns die Kugeln. Jetzt holt es sich die neuen. Wir werden jetzt versuchen, ob wir hier eine Kugel reinstopfen können. Und das Schloss so kaputt machen. Nicht? Schade. Können wir ihm die vielleicht zurücklegen?
auch nicht. Ich verstehe es gerade nicht. Ah. Okay. Jetzt fliegt er um. Dann rutscht er aus und die können entkommen. Ach, ich habe die Kugeln wieder nicht genommen. Kugeln? Das vergesse ich leider viel zu oft. So, jetzt geht er wieder hin. Ja, ja. Das gleiche. Die gleiche Prozedur wieder. Wir rutschen natürlich nicht aus. Wir nicht. Nein, niemals. So. Eigentlich ziemlich stimmig. Das finde ich schön. Es hat alles Sinn und Grund, warum wir es machen. So, jetzt müssten die Typis gleich angerannt kommen, beziehungsweise versuchen sich jetzt wieder rauszuschleichen. Schauen, ob sie es diesmal schaffen. Natürlich schaffen sie es nicht, hätte mich gewundert. Yay! Und sie sind abgehauen. Und er rennt hinterher. Sehr gut, dann können wir jetzt wiederum raus. Und können jetzt hier vorfetzen. Wuch! Natürlich rutschen auch wir aus. Das war auch irgendwo klar. Das wundert mich jetzt nicht. Hallo. Du kannst im Übrigen jetzt raus, ne? Hast du schon mitbekommen? Nicht? Dann halt nicht. Wie komme ich hier wieder raus? Ah, so. Ich glaube, der wird nicht so schnell hier rauskommen. Schauen wir mal hier noch rein. Ist hier noch was mitzunehmen? Also da auch nicht. Okay. Dann schauen wir mal noch in den Raum rein. Kann man wahrscheinlich hier aufmachen, oder? Oh. Da braucht man einen Zahlencode dafür. Wo finden wir den denn? Den finden wir sicherlich irgendwo hier. Weil hier, denke ich, finden wir ihn auch nicht. Vielleicht müssen wir erstmal hier weitergehen, damit wir den Zahlencode finden. Hallo? Ist hier jemand? Neuer Raum. Und da ist eine Uhr, die sich sehr, sehr schnell dreht. Das könnte interessant werden. Na, dann bin ich ja mal gespannt, was das alles zu bedeuten hat. Ich würde aber sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle, sage Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.